Da habe ich endlich Ferien. Und was ist? Ich muss schon wieder um 7 aufstehen. Tja, ich lebe eben nicht alleine. Da sind noch meine Brüder, meine Schwester und unsere SOS-Mutter. Ich bin der Edwin und ich bin 11 Jahre alt. Ist das dein Zimmer? Ja. Aber du bist nicht allein hier. Nein, mit Fernando. Einige sind meine Kuscheltiere, die anderen sind von meinen Geschwistern. Welches magst du am liebsten? Die Ente? Zeig mal. Warum? Weil mir Enten sehr gut gefallen. Das ist mein kleiner Blick auf die riesengroße Stadt. Mexiko-Stadt. Mein Zuhause. Unten kommen wir alle zusammen. Da ist der Fernseher, unsere Küche, unser Essensraum. In den Ferien haben wir viel Zeit. Aber mit Anpacken, das müssen wir trotzdem. So wie immer. Auch mein großer 14-jähriger Bruder. Wir stehen auf, frühstücken, schauen dann Fernsehen oder was jeder halt zu tun hat. Danach entscheiden wir zusammen, ob wir in den Park gehen oder hier spielen. Bei uns im SOS Kinderdorf sind wir rund 50 Kinder. Auch Jugendliche sind dabei. Wir haben hier 10 Häuser. Eigentlich mag ich Ferien gar nicht so sehr. Schule mag ich viel lieber. Besonders Mathe und Geschichte. Ich möchte mal Architekt werden. Welcher Mama? Dieser. Los valores. El cariño, el amor. Das Wichtigste für die Kinder sind Werte, wie Liebe und Zuneigung. Sie sollen ihren Platz in der SOS-Familie finden. Es sind nicht meine biologischen Kinder, aber ich erkenne sie als meine Kinder an. Wir haben einen sehr starken Zusammenhalt, der auch bleibt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, bevor ich ins SOS-Kinderdorf kam. Meine richtigen Eltern konnten sich nicht um mich kümmern. Mein Vater lebt nicht mehr. Hier sind wir eine große Gemeinschaft. Ich bin echt froh. Ich habe meine Familie um mich und meine Freunde. Da draußen möchte ich auch nicht allein sein. Ihr seht das vielleicht nicht, aber hier in Mexico City geht es ganz schön ab. Gewalt, Drogen, selbst Kinder, die in Banden sind und Leute überfallen. Daher gehe ich immer nur in einer Gruppe raus, mit Älteren. Man weiß ja nie, was hinter der nächsten Ecke passieren kann. Meine Mutter Lupita ist sehr gläubig. Einmal die Woche gehen wir zum Gottesdienst. Da müssen wir mit. Aber eigentlich mag ich es auch ganz gerne. Das ganze Viertel trifft sich hier. Da es bei uns so heiß ist, sitzen alle draußen. Hermanos, después de haber asistido a la misa crismal en la catedral, donde el señor arzobispo bendijo los santos óleos. Priester will ich aber nicht werden. Lieber mache ich mal die Pläne für Häuser und Straßen. Architekt, das wär's. Die meiste Zeit verbringen wir natürlich im SOS-Kinderdorf. Das ist das Schöne in der SOS-Familie. Du hast immer viele Freunde um dich herum. Am Nachmittag kommen alle aus den Häusern. Vor allem, wenn keine Schule ist. Irgendwas fällt uns immer ein. Heute ist der Tag der Familie. Wir spielen und essen zusammen. Es gibt Quesadillas. Die liebe ich. Besonders mit viel Käse. Und scharf darf es sein. Meine Mutter Lupita und die anderen SOS-Mütter kochen immer wieder was Neues. Uns geht's gut hier. Pues, claro.